Wir haben gestern noch die Teile für unser Schwert geholt. Die Gegenstände sind gar nicht hier drin. Okay. Sprecht Also schon, Questgegenstände oder werden geht's? wahrscheinlich gar nicht mehr in die Tasche gemacht. Einmal das hier, ermächtigt der Knochen, beenden Der Primus und hat die mich nicht ohne pulsierenden Grund Hautfetzen. ausgewählt. Bitteschön. Rüstung kann Schwäche nicht ausgleichen. Ui. Minus 2 Ausdauer, minus 23 Crit, plus 1 Tempo, plus 22 Vielseitigkeit. Hat zwar 6 Ausrüstungspunkte mehr, aber bringt uns irgendwie nichts. Ich hau das mal hier hin, weil wir alles Mögliche, was uns verbessert, gebrauchen können. Weil wir hatten ja in einer der letzten Folgen schon gesehen, wenn wir jetzt hier rein wollen, brauchen wir Ausrüstungsstufe 115. Wir haben aktuell 109. Wir hatten gestern, das letzte Mal noch 110 gehabt. Okay, die Klinge des Primus. Helft Knochenschmiedin. Wie heißt sie? Hemir. Eure Runklinge zu schmieden. Wir bekommen Fleischformung. Bildet im Verlauf von 4 Sekunden einen Schild aus Fleisch und Knochen, der 2 Minuten lang Schaden in Höhe von 20% eurer maximalen Gesundheit absorbiert. Bei Kanalisierung in der Nähe einer Leiche reißt ihr deren Essenz an euch, um den Schildwert auf bis zu 50% eurer maximalen Gesundheit zu erhöhen. Dies ist bei mächtigen Gegnern am wirksamsten. Das ist auch geil. Wenn ich es gemacht habe, verdient es euer Vertrauen? Sind wir bereit oder nicht? Der Primus hat Ja, mir ich warte viel nur über auf das dich. Schmieden beigebracht. Aber seitdem habe ich mein Wissen stetig vergrößert. So. Er hat die Klinge verzaubert. Natürlich. Ihr solltet euch lieber auf einen Kampf vorbereiten. Okay. Ich wollte. Ach so. Haltet mir diese Dinger vom Leib, während ich arbeite. Ja, ich Dies bin ja ist schon ein Test dabei. eurer und meiner Fähigkeiten. Na, zweite Welle bitte. Wie viele Seelen hat er in dieses Ding geschmiedet? Das kann ich dir auch nicht beantworten. Echt jetzt? Nein, keine. Und wahrscheinlich kommt jetzt noch eine große Seele, die etwas schwerer zu besiegen ist. Sag ich Endgültige Wächter der Verzauberung. Vernichtet ihn und erhaltet eure Runenklinge. Ich habe keine Ahnung, ob wir vielleicht besser hier rausgehen sollten, weil da kommen ja immer mehr Schwerter. Die Ambition,
über alle hinaus zu wachsen. Nun, ich habe sie geschmiedet, aber ihr allein sollt sie führen. Also los. Ja, stimmen sie ja schon. Anscheinend wurde eine der Runen ermächtigt, als ihr die Klinge genommen habt. Wie ich den Primus kenne, ist das nur der Anfang. Und wo ist meine Runenklinge jetzt? Hä? Verschwendet bloß nicht. Okay, den Effekt ziehen wir hier hin. Der Weg zum Ruhm kehrt mit eurer Rundlinge zu Baronin Traka zurück. Ich habe euch eine unvergleichliche Waffe geschmiedet. Zerbrecht ihr die Klinge, zerbreche ich euch. Alter. Das ist ja fast wie der Patenonkel von meiner Frau. Beim Polterabend. Also wir hatten donnerstags standesamtlich geheiratet, samstags dann kirchlich und Donnerstag war dann Polterabend und da kam ihr Onkel, der kam da gerade erst von der Angeltour zurück und der hat zu mir dann gemeint, tust du ihr weh, tue ich dir weh. Ich vermute, das ist ja genau das Gleiche. Wie läuft der Kampf? Ja. Für Krexus. Trefft den Markgrafen. Zeigt Markgraf Krexus eure Rundlinge. Kraft. Kommt. Markgraf Krexus wartet. Okay. Kann ich ja jetzt einfach gehen oder willst du mir noch was erzählen? Ich gehe einfach mal vor. Und sie ist schon da. Erst bringt ihr Krieg. Jetzt die Klinge des Primus. Ihr werdet immer mehr zur Legende. Nur die Ruhe. Der Primus ist ein Muster der fünf Soldatenideale von Maldraxxus. Der Ambition, sich über seine Feinde zu erheben und sie zu vernichten. Der Verstand, ihre Pläne zu durchschauen und sie zu überlisten. Das unermüdliche Streben nach Sieg, selbst im Angesicht des sicheren Todes. Fünf Ideale. Fünf Runen auf der Klinge. Dieselben Runen wie auch im Sitz des Primus. Und jede Seele wann krieg ich so? Platz verdienen. Der Sitz des Primus. Geht mit Traka zum Sitz des Primus. Wir bekommen dafür einen Dolch. Toll. Nehmt Dürras, Traka. Bringt den Sterblichen zum Sitz des Primus. Sehen wir, was geschieht. Ich gehe als Kundschafter voraus. Zaudert nicht, Soldat. Nö, mache ich schon nicht. Gut, wie müssen wir mit Traka sprechen? Ich bin bereit. Fliegen für wir Krexus. Hin. Für Akarek. Hat die sich gerade... Nee. Der Sitz des Primus ist seit seinem Verschwinden verschlossen. Viele haben versucht, ihn zu öffnen. Und wo ist der genau? Der Primus war ein legendärer Waffenschmied. Mit dem Schlüssel zu seinem Gewölbe gehört sein Arsenal uns. Die anderen Häuser werden bald von dem Schwert hören. Haltet euch kampfbereit. Okay. Ach, das ist der Sitz des Primus. Okay. Verstärkt die Runen des Ehrgeizes. Was muss ich denn jetzt machen? Ach, hier oder was? Resonieren. Bringt eure Rundlinge mit dem Sitz des Primus in Einklang.
Krixus hat recht. Wir besitzen den Schlüssel zum Sitz des Primus. Wir haben nichts davon, wenn unser Haus als erstes im Kampf fällt. Wir dürfen uns nicht vom Krieg ablenken lassen. Aha. Meldet Blut euch bei der Speerspitze. Wir müssen diese Schlacht gewinnen. Okay. Ja, ich komm dann. Jede Niederlage. Haus der Auserwählten abgeschlossen. Uiuiui, 128. Was haben wir denn jetzt für einen Durchschnittswert? Immer noch 109. Warum das? Mal kurz gucken. Ja, wir brauchen noch eine Schildhand dazu. Das kommt auch hier hin und wird behalten. Immer bereit für den Kampf. Eine geteilte Gefahr findet die Baronin in der Bastille. In der Bastille. Bastille. Der Abschwur. Das Haus der Seuchen. Sucht die Umgebung beim Haus der Seuchen nach Überlebenden ab. Baron der Auserwählten. Treff Baron Viraz bei der Speerspitze. Viraz ist ungestüm. Hat aber recht. Wir brauchen Verstärkung. Okay, also hier ist der Baron. Hier ist das Haus der Seuchen. Und hier hinten... Überbringe die Vorladung, okay. Aber hier rein kann ich immer noch nicht. Schade. Gut, hier müsste... Da vorne ist ein Flugpunkt. Hallo. Wo kann ich denn hinfliegen? Einmal hier vor. Gab es da drüben keinen? Zurück auf euren Posten. Ne, hier drüben gab es keinen Flugpunkt. Okay, ja, wir gucken uns mal kurz um. Schmiedebedarf, Reparaturen. Ich halte alles in gepflegtem Zustand. Dankeschön. Was haben wir hier? Beschwörer Gerard. Was könnt ihr für mich tun? Was genau macht das Gespenst des Krieges? Okay. Möge das macht momentan gar nichts. Metzgerblock. Da ist keiner. Was hier drüben? Unvergängliche Armee ist hier einer. Hier ist so ein komischer Obelisk mit Knochen außenrum. Ja, ist schon cool gemacht hier. Also ich kann mir vorstellen, dass das hier, dass wir das langsam füllen müssen. Auf der anderen Seite kommen wir hier überhaupt wieder runter. Ja, wir kommen hier normal wieder runter. Auf der anderen Seite ist hier noch was sonst? Nö. Hier hinten. Auch nicht. Also hier gibt es sonst nichts zu finden. Ja, jetzt ist die Frage. Ich glaube, am einfachsten wäre es, weil wir kommen ja hier gar nicht sonst weg. Außer hier jetzt runterreiten. Ich glaube, das einfachste wäre, wenn wir hier rüber fliegen und dann von hier aus entweder nach links oder nach rechts gehen. Aber das machen wir dann morgen.